Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Punch Club 2. Ich mach da noch ein bisschen. So. Hat leider nicht gereicht, dann. Also für. Das volle Programm, dann kaufen wir hier. Das ist einmal so. Gut. Zack, zack. Bevor wir zur Pizza Party gehen. Gehen wir hier hin, kaufen noch das hier. Und starten. Gut. Tiger, wir nehmen die Cobra. Und ich glaube nicht, dass wir ausweichen müssen. Aber nur um sicher zu gehen, dann machen wir das hier, um die Initiative vom Gegner runterzuklöppeln. Doppelten Schaden ist gut. Wenn er nicht ausweichen kann, das ist gut. Block. Das hier, die Initiative. So, dann kämpfen wir mal und schauen. Okay, bis jetzt sieht es sehr gut aus. Fight. Er hat uns kein einziges Mal getroffen. Okay. Und wir sind hier. Wir sind Platz 2. Wir sind zweitplatzierte, aber und wir sind hier Platz 1. Das muss man nicht verstehen. Egal. Geht zuerst einmal hier rüber. Rede mit dem Jungen. Gut. So, ja. Denke deine Energie so, wie du es für richtig hältst. Okay. Okay. Gut, denn die meisten unserer Angriffe kosten ja tonnenweise Dings, aber jetzt mittlerweile haben wir fast voll. Das können wir neu trainieren. Das sollte also kein Problem sein. Dann gehen wir zu Casey. Du kommst nicht vorbei. Na toll, du schon wieder. Hör zu, der Alufolienkrieg ist mir scheißegal. Ich gehe nur zu einer Pizzaparty mit meinen Freunden. Kannst du also bitte, einfach bitte... Du kommst nicht vorbei. Das ist jetzt unser Gebiet.
Was meinst du mit unser? Wessen? Es gehört mir und meinem Herrn. Also verschwinde von hier oder kämpfe. Okay, dann lass uns kämpfen. Entschuldigung, könntest du ein bisschen näher kommen? Wie ich schon sagte, ich habe keine... Verdammte faule Mistkerle. Wie wär's damit, okay? Ja, ja. Ja, danke. Gern geschehen. So, der ist Stärke. Also, welche Landung? Auf Pfeffer zu fallen ist nicht so schmerzhaft wie auf Folie zu fallen. Verhängt den Schaden beim Niederschlag. Okay. Stark gegen eine 5G-Strahlung. Stark gegen unglaublich stark. Stark gegen Ungläubige. Stärker als Folie. Seine Moves sind so schlecht, dass sie manchmal wieder gut sind. Verringert die Chance, des Gegners auszuweichen und zu blocken. Der Widerstand hat er Unrecht. Die Folie war schwach. Pappest macht. Pappefaust, Pappefaust. Und Pop Overdrive. Und blocken. Gut, in dem Fall gehen wir auf Anti-Blocken. Dann nehmen wir das hier. Ich würde sagen. Ja, was haben wir hier? Körper, dass man es vielleicht nicht vergisst. Ja, wir können das mal ausprobieren. Oh, wir haben den Buff noch. Sehr gut. Fight. Erstaunlich. Win. Okay. Ich hatte schon genug. Was ist hier los, Leute? Übrigens. Das ist unser Gebiet. Früher war es deins, jetzt ist es unser. Und jetzt kommt der laute Teil. Kommt nicht näher, ihr Mistkerle, ich habe hier einen Wi-Fi-Router. Oh nein, das kann nicht sein, wir werden alle sterben. Stimmt, du Loser. Aber nicht ich, mit meinem Papprüstung wird mich... Denn meine Papprüstung wird mich schützen. Papprüstung? Echt jetzt? Sieh an. Und was hat dich dazu bewogen, uns zu verraten, mein lieber Lulu? Dachtest du, ich würde dich nicht erkennen? Du hast uns wegen der Folie angelogen. Du hast die einzigartige Eigenschaften von Pappe nie erwähnt. Welche waren das denn? Zunächst einmal ist sie sehr umweltfreundlich. Und falls der Anzug beschädigt wird, kann ich das Material für einen neuen Anzug in jedem Müllhaufen finden. Zweitens, wenn Hunde angreifen, hör ihn zu, er spricht es nach, als hätte es ihm jemand beigebracht. Ja, ich verstehe. Aber wer? Hat hier jemand gesagt, so ein Pech sieht aus, als wären wir reingelegt worden? Verdammt ja. Denn ich bin... Ah, da ist Huey. Die dunkelste Faust aller Zeiten. Der Dorfdepp. Was willst du, dunkelste Faust aller Zeiten? Wer? Ich? Ich
bin nur unterwegs, um mal Spaß zu haben und Chaos in der Welt zu bringen. Was für ein Spaß hast du heute für uns? Schau her, mein Meisterplan. In dieser modernen Zeit, in der Widerstand gegen das System lahm und Mainstream ist, widersetze ich mich dem Widerstand. Was? Wie ist das überhaupt möglich? Was meint er damit? Jetzt seht ihr meine Genialität. Ich habe das Spiel auf den Kopf gestellt. Ich habe Verwirrung in euren Reihen gestiftet. Ich habe alle eure Pläne durchkreuzt. Ich habe euch alle ausgelacht, wie eine Spottdrossel. Eigentlich sind sie der falsche Widerstand. Was? Das ist nicht der echte Widerstand. Ja, wir sind ganz andere Typen. Aber es ist einfacher, Widerstand zu sagen, als die ganze Zeit falscher Widerstand zu sagen. Ja, wir sind keine Idioten. Du hast dich also nicht dem Widerstand widersetzt, du hast nur herumgealbert, aber oder was auch immer. Oh nein! Was? Dein Plan ist nicht mehr so genial? Aber die Folie, die Pappe, was hat das alles zu bedeuten? Es bedeutet, dass er euch alle für dumm verkauft hat. Folie ist also doch besser als Pappe? Es sei denn, du willst dich damit den Hintern abwischen. Tut mir echt leid, ich bin sehr beeinflussbar. Deshalb mag ich dich. Denkst du, du könntest mich einfach wieder aufnehmen? Aber klar doch, Kleiner. Juhu! Aber er hat mich gerade einen Verlierer genannt. Und der Typ da hinten habe ich nicht gelesen. Nun, wenn der Gerechtigkeit Genüge getan wurde, bleibt nur noch eine Sache unerledigt. Okay, du hast meine vernichtenden Pläne vereitelt, aber das nächste Mal wird es noch unwerfender sein. Ist das überhaupt möglich? Ah. Alles klar, Leute, gehen wir wieder nach Hause. Was für ein seltsames Gefühl. Als ob man sich selbst im Spiegel betrachtet und nicht mag, was man sieht. Vielleicht ist es gar kein so glorreiches Ziel, um Spaßchaos zu verbreiten. Jesse! Was zum Teufel ist hier los? Raus hier, ihr Folienfreaks! Die sind ja schon weg, Casey. Was ist mit dem hier? Lange Geschichte. Lass uns hier verschwinden. Du kannst sie mir auf dem Weg erzählen. Ein paar faule Künstler, die sich einen Dreck darum scheren, haben beschlossen, den Typ keine Laufanimation zu spendieren. Was zur Hölle? Ja. Kannst du das glauben? Das haben die gemacht. Aber sie haben sich nicht die Mühe gemacht, ein paar Schritte für den armen Kerl zu zeichnen. Aber der Anzug. Komm rein, mach es dir gemütlich. Guten Abend, Master Bill. Was geht ab? Na, riechst du es auch? Es ist Pizzazeit. Was hast du gelernt, so gut Pizza zu backen? Du hast mich doch nicht nur zum Pizzaessen eingeladen, oder? Na dann, nehme ich mal ein Stück. Wo hast du gelernt, so gut zu backen? Wusstest du das nicht? Ich habe früher eine Pizzeria betrieben. Echt? Ach, echt? Ja, direkt gegenüber vom Haus deiner Mutter. Dein Vater hat für mich als Lieferjungen gearbeitet. Das gibt's doch nicht. Ganz ehrlich, er fuhr einen Motorroller und trug einen Helm mit lustigen Bärenohren. Ich habe ihm $30 pro Schicht bezahlt. Du alter Geizhals. Er hat sich nie beschwert. Was ist aus seiner Pizzeria geworden? Sie ging in Konkurs, wie jeder andere privates Geschäft in dieser Stadt. Das Unternehmen hatte Werbung für Schleimfutter gemacht. Mit nichts anderem kann man so viel Geld verdienen. Okay.
Das wäre doch nicht nur zum Essen. Du hast den Durchblick, genau wie dein Vater. Natürlich nicht. Aber wer hat schon jemals ein Stück Weltraumpizza abgelehnt? Okay, dann nehme ich ein Stück. Wow. Toll, was? Was machst du da drauf, Casey? Chefkochgeheimnis. Jetzt können wir reden. Worüber? Natürlich über das, was hier vor sich geht. Wusstest du, dass Bill einmal deinen Vater getroffen hat? Die Jahre haben sein Gedächtnis nicht gut getan, aber ich glaube, er könne sich an etwas erinnern. Du solltest ihn fragen gehen. Tut mir leid, dass ich dich störe, Master Bill. Ich wollte dich nach einem Kämpfer aus der guten alten Zeit fragen. Casey sagt, du hast ihn gekannt. Oh, ich erinnere mich an einen großen Kämpfer mit riesengroßen Pupillen. Hä? Wirklich riesige. So etwas habe ich noch nie gesehen. Er kämpfte gegen alle meine Brüder und besiegte jeden von ihnen. Ich war der Einzige, der etwas gegen ihn ausrichten konnte. Danach sagte er zu mir, Bill, du bist der geschickteste Ninja aller Ninjas. Und das schönste Krokodil aller Krokodile. Sei mein Freund, Bill. So ist es passiert. Und dann habt ihr ewig Freundschaft geschlossen? Was? Nein! Etwas zu gleichen Zeit bekam ich einen Brief von der Schule für Hexen und Zauberer. Und ich beschloss, meine Besenkammer unter der Treppe zu verlassen, um mich der Magie zu widmen. Hä? Dann kam Afghanistan. Ich habe eine ganze Dienstzeit absolviert. So viele Kugeln. Dann verbrachte ich 14 Jahre in Chateau d'Elf. Wegen eines erfundenen Anklage. Aber jetzt, ein gutes altes radioaktives Reptil, das auf dem Grund des Ozeans schläft und auf seinen schicksalhaften Kampf mit einem sehr großen Affen wartet. Scheint, als würdest du mir Plots aus verschiedenen Filmen erzählen. Weltraumpizza ist echt krass, nicht wahr? Vielen Dank, Master Bell. Ich weiß es zu schätzen. Hier. Oh, ich weiß nicht, mein Junge. Ich bin so alt, dass ich nur noch Unordnung habe, wo die Leute normalerweise ihre Erinnerungen aufbewahren. Ja, Weltraumpizza. Aber sicher doch, mächtiges Zeug. Wie mein Bruder sagte, Kawabanga! Halte meine Nunchakus, während ich mich um den Kleinen kümmere. Vielen Dank. Ich weiß es zu schätzen. Sei immer mutig, mein Junge. Deine Fußstapfen erinnern mich an einen großen Krieger, der für Schüler hatte. Unglaublich. Und wie ist es gelaufen? Ein bisschen seltsam, um ehrlich zu sein. Aber für ein Gespräch mit einem sprechenden Reptil lief es ganz gut, finde ich. Unterschätze Bill nicht, er hatte einen Doktortitel in Journalismus. Früher war er mal mit einem Journalistin von Channel 6 oder so zusammen. Wenn du nachher noch weitere Fragen hast, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sie zu stellen. Warum ist mein Vater zu diesem geheimnisvollen Turnier gegangen? Hatte mein Vater Feinde? Ich will alles wissen, was du weißt. Hier. Nun ja, also gut, hör zu. Es begann alles mit deinem mächtigen Medaillon. Nur die Hölle weiß, wie es zu deinem Großvater kam. Um zu verhindern, dass das Medaillon in die falschen Hände geriet, gründete dein Großvater und seine Freunde den Punch Club. Doch eines Tages beschloss dein Großvater, das Medaillon zu benutzen, um seine Kinder zu schützen. Dein Vater... irgendetwas... Er teilte das Medaillon und gab jedem Sohn eine Hälfte. Das führte zu nichts Gutem. Ein geheimnisvoller Mann im Schwarz mit einem roten Auge tauchte auf aus dem Nichts auf und tötete deinen Großvater. Dein Vater widmete daraufhin sein Leben der Aufgabe, den Mann im Schwarz mit dem roten Auge zu finden und zu... Ja, er wurde der K-
coolste Kämpfer der Welt und er erhielt deine Einladung, das von dem Mörder seines Vaters ausgerichtet wurde, also zum Turnier. Was passierte dann? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Niemand weiß es. Wie zum Teufel soll ich mir also einen Reim auf diese fantastische Geschichte machen? Was ist das für ein Medaillon? Wer ist der Mann in Schwarz? Und was ist bei dem verdammten Superturnier passiert? Jeder normale denkende Mensch würde sich all diese Fragen stellen. Du übersiehst das Wichtigste. Wovon redest du, Casey? Das Wichtigste ist Folgendes. Dein alter Herr war ein guter Mensch und ein großartiger Kämpfer. Und er konnte noch am Leben sein. Ich habe das Gefühl, dass er es ist. Das ist das Allerwichtigste. Du weißt also, was zu tun ist, oder? Ich werde die ganze Oberstadt durchsuchen, bis ich ihn gefunden habe und ihm helfen. Richtig, Junge. Und hab keine Angst, das Blatt zu wenden. Vielleicht ist der Tod nicht das Ende, sondern nur ein Erwachen. Danke dir, Casey, für alles. Und noch eine Sache. Nimm einen Bissen. Ich verspreche dir, sobald du mit ihm fertig bist, wirst du dich pudelwohl fühlen. Okay. Ich hatte nichts gegen ein weiteres Stück Pizza. Wünschen bestellt, Arigato Händen geben. Okay. So, da sind wir wieder. Dann gehen wir. Ja, gehen wir hier weiter trainieren. Verfügbar, wir können haben nach der Bread. Wir kämpfen wieder gegen ihn. Ja, aber zuerst so, wir haben alles, aber wir haben keine Errungenschaft oder so freigeschaltet. Hier nicht. Dann würde ich sagen, wir haben ja genug Punkte. Ja, ja. Oder so. Fallenstelle. Kampfstil, der sich darauf konzentriert, den Gegner in die Seite zu zwingen und jeden Fehler zu bestrafen. Und Kampfstil für lange Kämpfe und schwere Schläge gegen einen Gegner, der sich nicht verteidigt. Ah, und die Folter. Kampfstil, der darauf ausgerichtet ist, den Gegner zu erschöpfen. Okay. Recht nicht, dann gehen wir hier. Naja, Kämpferliga, bla. Na, dann gehen wir hier rüber. Und ich glaube, zum absoluten Champion, um die Oberstadt zu erreichen. Und hier schon. Ah, das ist geschafft.
Gut, Zeit fürs Reading. Gut. Das ist alles voller Tatendrang. Gut, in dem Falle. Hi und. Ja, machen wir hier. Hopp. Sehr gut, und dann die Faust hier. Sehr gut. Dann nochmal so und das ist noch zu früh. Ja, trainiert weiter. So, bevor wir Scheiße bauen, zack. Gut, weiter trainieren. Hopp, hopp. Gut, der hat Hunger, dann essen wir die Pizza. Ein Geschmack, den du nicht beschreiben kannst. Ja. Es reicht nicht, ja. Ich wusste es. So, dann gehen wir kurz zu Bobo. Kaufen wie immer unsere Mengen. Futtern sie auch. So, und dann wieder zurück. Oder warte, bevor wir hier weitermachen. Sollten wir durch die Gegend gehen und nachsehen, ob irgendwo eine Quest offen ist. Gibt es neue Trainingsgeräte? Nein. Auf zu Apus laden. Hausmeister. Der sagt nichts. Na, dann gehen wir kurz zu Silver. Na, warum nicht? So. Haben wir hier. Da. So, haben wir hier was genau? Machen wir so. Ah, und das sind, ja. Gut, wir machen hier so weiter. Fight! So, sehr gut. Voll, voll. Ja, nein, nicht. Gut, perfekt. So, also da waren wir, überall waren wir. Gehen wir zu Henry. Gehen wir nach Hause. Gehen wir. Ist noch zu früh, zum Ghetto.
Ice Black, aha. Dann hier rüber. So. Gut, dann zu unserem Apartment. Denn Standort der Zeit ist verfügbar. Da, okay. Gut, der hat keine Aufgabe. Gut, wir waren überall. Gehen wir schnell dahin, um sicher zu gehen. Dieser Bereich noch nicht. Ah. Okay, das ist das hier. Ja, waren wir hier eigentlich schon? Okay, dann gehen wir kurz wieder zu Bobo. Dann kaufen wir das hier, trinken die zwei. Und kaufen nochmal zwei. Gut, und wie ich gerade auf die US schaue, das war's für diese Folge. Also liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.